Die Gründerzeit, die Akropolis. Im Jahre 449 vor unserer Zeitrechnung kam es zu einem Friedensschluss zwischen den Persern und den Griechen, über den merkwürdigerweise nicht viel mehr bekannt ist, als dass ihn ein athenischer Gesandter namens Kallias in Susa am Königshof feierlich unterzeichnete. Er heißt deshalb in den Geschichtsbüchern der Friede des Kallias. Nach den schweren Schlägen, die die Perser immer wieder einstecken mussten, darf man annehmen, dass sie einsehen gelernt hatten, dass die Seeherrschaft im Mittelmeer mit der erzwungenen Hilfe Phönikiens und Ägyptens nicht mehr zurückzuerobern war. Ohne Seeherrschaft, aber keine Herrschaft über die Inseln der Ägäis, kein Frieden in den Küstenstädten, mögen also die Griechen behalten, was griechisch ist. Der Kallias-Frieden machte den athenischen Kaufleuten den Rücken frei für kühne Unternehmungen in Richtung Westen. 4 Jahre später wurde zwischen Athen und Sparta ein auf 30 Jahre befristeter Waffenstillstand abgeschlossen und dann war Friede. Nicht gerade 30 Jahre, aber 15 Jahre. Von 445 bis 430 vor unserer Zeit, die periklische Friedenszeit. Und nun heben alle Berichterstatter ihre Instrumente und fallen ein in den großen Chor der Bewunderer dieser hohen Zeit, dieser Hochzeit Athens. 220 Städte zahlen als Mitglieder des seelischen Bundes Beiträge an Athen für ihre Sicherheit. Sie zahlen insgesamt 1000 Talente im Jahr, denn die Beiträge wurden in jedem Krieg um ein weniges erhöht. 1000 Talente, das sind 26.000 Kilogramm Silber. So viel fließt Jahr für Jahr in die Staatskassen Athens. Ein Tribut für Sicherheit. Aber Sicherheit von wem? Vor wem? Nachdem Frieden mit Persien geschlossen war? Diese regelmäßigen Einnahmen sind ein beachtlicher Zuschuss für eine Stadt, die ohnehin schon durch den Fleiß und durch die Geschicklichkeit ihrer Bewohner, durch ihre zentrale Lage in Griechenland und durch ihre ausgedehnten Handelsbeziehungen alle Voraussetzungen besitzt, eine wohlhabende, ja reiche Stadt zu sein. Wohin mit dem Geld? Nun, Perikles verstand es geschickt, es unter die Leute zu bringen. Heute sind es 26 Tonnen Silber, kein übermäßig großes Reichtum mehr. Aber damals, und ich sage das, damit ihr euch eine ungefähre Vorstellung machen könnt, konnten etwa 40.000 Arbeiter mit ihren Familien ein Jahr lang leben, ohne Sorgen. Perikles ließ die Akropolis, jenen Burgberg in der Mitte der Stadt, neu bebauen. Da musste ein neuer Tempel für die Schutzgöttin der Stadt, für Athene, errichtet werden. Ein Tempel, nicht wie alle diesen viele hundert kleinen Heiligtümer, die jede Stadt in Hellas schmückten, sondern ein Gebäude so groß, so schön und prunkvoll, wie es sich nur die reichsten und mächtigsten Leute der glücklichsten Stadt der Welt erträumen könnten. Das teuerste Material war gerade gut genug und die berühmtesten Architekten Griechenlands mussten her. Die bekanntesten Bildhauer, die tüchtigsten Steinmetzen, die begabtesten Maler. Sie alle wurden engagiert, ihre Forderungen wurden bewilligt, ohne dass jemand in Athen auch nur leise mit der Wimper gezuckt hätte. Die Geldleute, Reeder, Fabrikanten wollten einen repräsentativen Mittelpunkt der Stadt schaffen. Ein Bauwerk, das ihre Vorstellungen von der Macht und Größe der Stadt entsprach und ihre eigene Bedeutung gemäß war. Sie hatten das Glück, Künstler zu finden, die beide Aufgaben zu lösen verstanden, die den Erwartungen ihrer Auftraggeber entsprachen und die trotzdem Kunst schafften. Die Verantwortung für die Gestaltung der Akropolis und für alle anderen großen Staatsbauten in Athen hatte der Bildhauer Paidias übernommen. Ein Mann, etwa gleich alt wie Perikles und mit ihm befreundet, der schon in jungen Jahren zu großem Ansehen als Bildhauer gekommen war, weil er die Götter nicht fromm, überhöht und herkömmlich stilisierte, sondern als beseelte, schöne Menschen darstellte. Er war einer der ersten Künstler Griechenlands, die auf den Friesen der Tempel nicht nur die mythischen Figuren wie Amazonen, Zentauren und Giganten und Heroen darstellten, sondern auch einfache Menschen, athenische Bürger, Frauen und Kinder, so wie sie an Festtagen in der Stadt herumliefen. Paidias, ein von Gestaltungskraft übersprudelnder, schöpferischer Mensch, der hier eine Aufgabe übertragen bekam und dem bei der Durchführung dieser Aufgabe solche materiellen Mittel zur Verfügung standen, wie es nur ganz wenigen Künstlern bis auf den heutigen Tag vergönnt war.
Natürlich wollten seine Auftraggeber nicht nur die kostbarsten Tempel, sondern auch die größten Götterbilder der Welt haben. Er schuf sie ihnen, er und sein Kollektiv. Er hatte alle guten Bildhauer Attikas herangezogen, stellte eine Athene-Statue und eine Zeus-Statue her, so groß, dass sie alle Tempel an der Höhe überragten. Die goldene Speerspitze des Athene-Standbildes war weit über das Ägäische Meer hin zu sehen und diente den Schiffen, die den Piräus ansteuerten, als Seezeichen. Beide, Zeus und Athene, hatten wallende Gewänder aus reinem Gold. Der athenische Staatsschatz war darin verarbeitet, und zwar so, dass man die Goldplatten abnehmen und notfalls zu Geld ummünzen konnte. Athens Staatsschatz war also so aufgehoben, dass alle Menschen ihn sehen und ihre Freude darin haben konnten. Er war, solange er nicht gebraucht wurde, Gewand der Götter. Eine sinnvollere Verwendung des Geldes, als es in einem Turm, in einer Festungskeller oder einer Bank zu verwahren. Die Tempel der Akropolis wurden natürlich nicht von Bildhauern, sondern von Architekten gebaut. Die Bildhauer schmückten sie nur aus. Sie entstanden aus dem weißen Marmor des Pentelikion, des Parthenon, entstand aus dem weißen Marmor des Pentelikion. Das Parthenon, schlicht und einfach als das größte Meisterwerk der griechischen Architektur bezeichnet, steht heute noch als glanzvolle Ruine des Altertums und bestimmt das Bild Athens wie eh und je. In allen 2500 Jahren, unweit des Parthenons, wurde das alte Erechtheion neu errichtet. Der älteste Tempel der Stadt mit der Quelle des Poseidon, dem Grab des Kepros und dem heiligen Ölbaum der Athene. Er wurde leicht, heiter und beschwingt aus den Trümmern des Perserkriege wieder aufgebaut. So als ob die Künstler die Schwere der aus der grauen Vorzeit überkommenen Sagen durch spielerische, graziöse Harmonie aufheben wollten. Die Prophyläen. Ein Vorhof, eine Säulenhalle, die den Besucher am Eingang empfing, links daneben die Pinakothek, das Schatzhaus, Ausstellungshalle der kostbarsten Weihgeschenke der reichsten Bürger der Stadt und die Besucher aus aller Welt, die den attischen Göttern darbrachten. Rechts neben den Propyläen der kleine Tempel der Siegesgöttin Nike, der Göttin des Erfolgs der Soldaten, aber auch der Kaufleute, denn auch die Kaufleute feiern Siege, denn gewagte Geschäfte geglückt sind. Das Theater des Dionysos, die Wohnhäuser der Priester, die Kasernen der Wachen, Pflege- und Erholungsstätten für kranke Besucher, Speise- und Badehäuser, alles das wurde neu gebaut und schöner als in Delphi und kostbarer als in Olympia oder Delos. Würdig der glücklichen Stadt und der ihr verbündeten Göttin. Der Bau der Akropolis hat, so ist es überliefert, man darf es glauben, denn Kaufleute haben es nicht ungern, wenn Besucher ihre Schätze erfahren. Was diese wert sind, 7000 Talente gekostet. 12 Jahre lang wurde daran gearbeitet. Eine monumentale Repräsentation aus Marmor, Silber und Gold, auf die jeder Athener stolz war, auch der arme Krüppel des letzten Krieges, der auf dem Marktplatz bettelte. Und auch der Sklave aus dem Marmorgebirge, der sein Leben damit verbrachte, große weiße Blöcke aus den Brüchen heranzuschleppen und auf Wagen zu verladen, und der die Herrlichkeit nur von Weitem leuchten sah. Dieser Akropolis war nicht nur eine Demonstration des großen Reichtums, der nach den Perserkriegen über die Stadt gekommen war, sie war auch ein Beweis für die künstlerischen Möglichkeiten, die diesem Volk gegeben war. Denn niemals vorher und niemals wieder wurde mit mehr Geschmack und Anmut, mit mehr Lebenslust und Heiterkeit geprotzt. Wenn manche Kunstgeschichtler und Historiker behaupten, die Akropolis wäre ein Ausdruck des tiefen religiösen Gefühls gewesen, das dem griechischen Volk eigen war, dann überschätzen sie in dem Bestreben, alles, was geschieht, zur höheren Ehre der Götter auszunutzen, die Auftraggeber. Und sie unterschätzen die Lust am künstlerischen Schaffen, die in jedem Menschen wohnt und die meist unabhängig ist von religiösen Beschwerden. Die Akropolis war das größte, aber natürlich nicht das einzige Bauvorhaben Athens. Alle reichen Leute bauten sich neue Paläste und stritten mit den Bauhütten der Akropolis um die Arbeitskräfte. Paläste so schön und groß und komfortabel mit Bädern, Mosaikfußboden und Wandgemälden, mit marmornen Portalen, Wasserspielen, mit Ziergärten, Plastiken, wie sie seit der Zeit den kritischen Herrschaften nicht mehr gebaut worden waren. Auch die Handwerker und Einzelhändler bauten sich Einfamilienhäuser,
Alle provisorischen Behelfsunterkünfte, die nach der zweiten Zerstörung durch Mardonius notdürftig zusammengezimmert worden waren, verschwanden. Und Athen wurde auch in seinen Vorstädten eine sehenswerte Stadt. Die Regierung des Perikles half mit Baumaterial und mit Krediten, wo er sich irgend machen ließ. Denn jeder freie Bürger sollte an der Politik des Staates teilnehmen, aber auch von den Erfolgen profitieren. Man kann sich leicht vorstellen, was die Mitglieder des Delischen Bundes über Athen dachten. Sie waren mit Recht verärgert. Sie waren böse und vielleicht auch neidisch, denn die meisten von ihnen ging es nicht so gut, dass sie die Tribute an Athen mühelos hätten zahlen können. Perikles aber ließ die Athener glauben, dass die ganze Welt ihre Tüchtigkeit bewundere und dass die delischen Städte gern ihren Beitrag spendeten, weil sie einsehen, welches Glück es sei, unter dem Schutz und in dem Frieden einer solch großartigen Stadt zu leben. So wurden kostenlos an alle Armen von Athen Getreide verteilt und es wurde mitgeteilt, dieses Getreide sei ein Geschenk der Freundschaft aus Ägypten. Eine geschenkte Freundschaft von Bosporus, die Athener glaubten es. Es leuchtete ihnen ein, dass sie alle Welt lieben müsse. Umso mehr waren sie auf jener wenigen Städte böse, die von den Feinden des Bundes bestochen, aus egoistischen Antrieben heraus den delischen Bund zu verlassen suchten. Mit solchen Verrätern muss man hart abgerechnet werden. Wie konnten sie es wagen? War Athen nicht in jede Beziehung das Vorbild Griechenlands, hatte sie Sparta nicht weit hinter sich gelassen, gab es noch einen anderen Ort, in dem so viel für die Förderung der Kunst und Wissenschaft der allen Griechen gemeinsamen Kultur getan wurde. Athen hatte große Theater. Der Theaterbesuch war nicht nur kostenlos, sondern wer in das Theater ging, bekam auch noch seinen Arbeits- und Verdienstausfall aus der Staatskasse ersetzt. Niemand fand es merkwürdig, wenn nämlich das Theater volksbildend ist und der Staat ein Interesse an der Volksbildung hat, dann kann er ja auch den Theaterbesuch seiner Bürger bezahlen. Jeder Athener hatte den Anspruch auf eine bestimmte Anzahl von Theaterbesuchen im Jahr und erhielt für jeden Besuch eine Drachme. Merkwürdig erscheint mir nur, dass später, als sich dieses System einspielte, der Anspruch der Bürger auf die Theaterdrachme auch dann geltend gemacht werden konnte, wenn jemand keine Lust hatte, das Theater zu besuchen. Sein Geld holte er sich trotzdem ab. So kam es, dass zu manchen Vorstellungen, von denen man wusste, dass sie langweilig waren, die Schauspieler vor leeren Rängen spielten, obwohl alle Zuschauer bezahlt worden waren. Aber das kam den Musen sei Dank nicht häufig vor, denn die Athener waren ja ein theaterfreudiges Volk. Und da an jedem Spieltag drei oder vier verschiedene Stücke auf dem Programm eines Theaters standen, darunter auch meist eine Komödie, in der man herzhaft lachen konnte, kam jeder auf seine Kosten. Die Bezahlung der Zuschauer war eine der wenigen Maßnahmen der periklischen Verwaltung, die auch die ungeteilten Beifall der Agrarpartei fand. Und um das zu verstehen, wollen wir uns noch einmal die politische Lage in Athen zur Zeit des Perikles klar machen. Athen war eine Demokratie geworden, weil alle diejenigen Menschen, deren Wohlstand auf Seefahrt, dem Handel, der Industrie und dem Handwerk beruhte, sich zusammenschlossen und die alten Aristokraten entmachtet hatten. Unsere Sympathie, wenn wir zu wählen haben, zwischen einer Adelsherrschaft, einer Oligarchie, zu Deutsch Herrschaft von wenigen, oder eine Demokratie, zu Deutsch Herrschaft des Volkes, sind bei den Demokraten. Wir wissen, dass seit Solons Zeiten in einem langsamen, doch stetigen Prozess die demokratischen Tendenzen sich immer mehr durchsetzten. Die Reichen behielten zwar immer die Macht in den Händen, aber sie konnten nicht tun und lassen, was sie wollten. Das einfache Volk von Athen hatte verfassungsrechtlich gesehen so viel politischen Einfluss, dass die Geldsäcke gezwungen waren, alle möglichen Rücksichten zu nehmen. Unsere Sympathie für Demokratie ist keine Sympathie für die Bankiers und die Exportkaufleute. Unsere Sympathien liegen beim Volk, die bei den Arbeitern und Matrosen. Bei jedem Kampf um soziale Gerechtigkeit schlägt unser Herz für die Unterdrückten. Wir lieben sie und hoffen für sie und wir verachten und hassen die Unterdrücker. Unsere Sympathien für die Vorkämpfer der Demokratie in Griechenland sind echt und wirklich. Auch wenn es Sympathien mit Vorbehalt sind. Kein Aristokrat und auch kein Demokrat kam damals auf den Gedanken, wie sehr es die Macht eines Staates stärken könnte, wenn es ihm keine Sklaverei gäbe, sondern wenn dieser Staat eine Vereinigung von freien Bürgern wäre, die mit gleichen Rechten und ohne Unterdrückung lebten. Wir wissen heute, dass die Sklaverei ein menschenunwürdiger Zustand ist und dass die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen gegen die Grundbegriffe der Moral verstößt und es kein Recht wirklich Recht ist.
weil dem nicht alle Menschen gleich sind. Kein Demokrat in Athen aber kam auf den Gedanken, die Sklaverei aufzuheben und die Sklaven zu gleichberechtigten Bürgern zu machen. Für die Griechen und besonders für die Athener war es so selbstverständlich, dass Sklaven für sie arbeiteten, dass ihnen ein solcher Gedanke völlig abwegig erschien. Gerade weil die Sklaven den allergrößten Teil des Reichtums in Athen schufen, lebten die freien Bürger Attikas so bequem, sie waren Schmarotzer, die ihr Wohlleben auf Blut und Schweiß und Tränen der Sklaven errichteten. Wir wissen bereits, dass sich nach dem Sieg über die Perser die Möglichkeiten für den Export griechischer Waren erweitert hatten. Denn die stärksten Handelskonkurrenten, die Phöniker, waren geschwächt auf der Seite der Besiegten. Mehr Waren exportieren heißt aber auch mehr Waren herstellen. Und so entstanden in Attika so viele neue Betriebe, in denen freie Lohnarbeiter, vor allem aber viele Sklaven, die Waren produzierten, die von den Händlern mit großen Gewinnen in alle Länder verkauft wurden. Die Sklavenarbeit nahm einen solchen Umfang an, dass viele freie Handwerker ihre Existenzgrundlage verloren. Sie wurden arbeitslos und lebten auf Kosten des Staates. Die Sklaverei war die ökonomische Grundlage der griechischen Gesellschaft geworden. Reiche und Arme, Mächtige und Schwache, Landwirtschaft und Handwerk und Handel waren nicht denkbar ohne die Arbeit der Sklaven. Die griechische Gesellschaft war ein Kollektiv von Sklavenhaltern geworden, die attische Demokratie eine Sklavenhalterdemokratie. Die griechischen Sklavenhalter fühlten sich sehr wohl dabei. Warum sollten sie die Sklaven abschaffen? Im Gegenteil, sie unternahmen alles, um die Sehnsucht der Sklaven nach persönlicher Freiheit zu ersticken. Sie setzten hohe Belohnungen aus für das Aufspüren entlaufener Sklaven. Sie brannten ihren Sklavenstempel ein, um sie besser von freien Bürgern unterscheiden zu können und ihnen die Flucht zu erschweren. Sie schlugen spontane Sklavenaufstände brutal nieder, die im 4. und 5. Jahrhundert immer wieder ausbrachen, weil auch die Sklaven für ihre Freiheit zu sterben bereit waren. Wir haben bereits gehört, dass es unter den Griechen, die alle zusammen die Klasse der Sklavenhalter bildeten, große Meinungsverschiedenheiten und Interessengegensätze gab. Denkt an die Seepartei, an die Agrarpartei, denkt an den Kampf für die Demokratie und die Versuche der Aristokratie, diese Demokratie wieder zu vernichten. Wenn es darum geht, Partei zu ergreifen für eine dieser Gruppen, dann würden wir uns, wenn auch mit großem Vorbehalt, Demokraten entscheiden, für die Demokraten und Perikles. Die Sympathien aller Priester, wir wissen es schon, waren bei den Eupatriden, bei der Landpartei. Die Priester waren überall in Hellas die eifrigsten Gegner aller demokratischen Bestrebungen. Die alten Priesterfamilien Athens, in denen die Priesterwürde seit Jahrhunderten sich von dem Vater auf den Sohn vererbte, besaß allen Grundbesitz und rechnete sich zu den Aristokraten. Sie teilten daher Freud und Leid der Landpartei. Sie waren immer eine Clique, in der eine von Geburt an nicht dazugehörige nur in seltenen Fällen eindringen konnte. Und sie bewahrten ihre Macht, indem sie unter den Schein einer neutralen Haltung in allen weltlichen Kämpfen sich stets auf die Seite der Sieger stellen konnten. Im periklischen Athen standen sie nicht auf der Seite der Sieger, dazu war die Zeit zu kurz, die den Demokraten bemessen war, und dazu waren die Priester mit all ihrem Besitz zu sehr mit dem nichtpriesterlichen Adel verbunden. Außerdem war die Schlacht nie entschieden, es wurde immer gekämpft und die Priester kämpften eifrig mit. Eine ihrer wirkungsvollsten Waffen war das Theater. Da die meisten Dichter und Dramatiker aus Priesterfamilien stammten, und Eupatriden waren also schon von Geburt und Herkunft Gegner der Demokratie. Und da die Beschäftigung mit der Kunst des Wortes seit eh und je zur priesterlichen Aufgabe gehörte, kamen Berufsfremde kaum zum Erfolg. Das griechische Theater war überall, nicht nur in Athen, fest in den Händen der Priester. In einer Stadt wie Athen fand es natürlich viele Gebildete sehr störend, dass immer nur derselbe mythische und religiöse Unsinn auf den Bühnen vorgeführt wurde. Sie setzten es durch, um auch Nicht-Priester und Nicht-Frommen eine Chance zu geben, dass an jedem Theatertag 3 oder 4 Stücke hintereinander aufgeführt wurden und dass die Besucher zu entscheiden hatten, welches der Stücke ihnen am besten gefiel, welches Stück das Beste sei. Der Sieger eines solchen Turniers erhielt einen staatlichen Kunstpreis,
der ihn für eine Weile ökonomisch unabhängig machte. Die Zuschauer also waren die Preisrichter, aber es stellte sich heraus, dass die religiöse Dramatik in ihrer Wirksamkeit dadurch kaum behindert wurde. Die optimistischen Erwartungen der aufgeklärten Gebildeten erfüllten sich nicht. Das griechische Theater blieb Religionsunterricht. Die frechen, unfrommen Stücke fielen durch. So gewann Aischylos, der älteste der großen drei Tragödiendichter, 13 Mal den Staatspreis, immer für sehr fromme Stücke, die bei ihm selbstverständlich waren, da er aus einer der angesehensten Priesterfamilien Griechenlands stammte. Sophokles, 30 Jahre jünger als Aischylos, und der Adelspartei trotz seiner echten Frömmigkeit als Reformer der Religion verdächtig. Er stammte aus einer zwar wohlhabenden, aber keineswegs so adlig vornehmen Priesterfamilie wie Aischylos, gewann 24 Mal den Siegerpreis im damaligen Wettbewerb. Eine erstaunliche Leistung, die ein wenig verständlicher wird, wenn man weiß, dass er früh zu dichten begann, 90 Jahre alt wurde und 120 Dramen verfasst haben soll. Von denen allerdings nur 7 erhalten sind. Euripides, der dritte und letzte der großen drei, 16 Jahre jünger als Sophokles, Sohn eines Großgrundbesitzers, ist wahrscheinlich der einzig bekannte Dramatiker, der nicht aus einer Priesterfamilie stammt, aber er hielt sich an die Regel und schrieb 93 Dramen über Stoffe der Mythologie, in denen er nach besten Kräften den Interessen der Priester diente. Er bekam nur 5-mal den Staatspreis. Das griechische Drama, damals ein wirkungsvolles Massenmedium, das Volk fromm und gläubig zu erhalten. Wenn man das weiß, verwundert es einen nicht, dass die Agrarpartei eifrig dafür stimmte, den Theaterbesuch gut zu bezahlen. Es spricht für die Liberalität der Demokraten, dass sie bei diesen Regeln blieben, die sie von einem Tag zum anderen hätte ändern können. Auch als es sich herausstellte, dass die Theater und besonders die Kabaretts und Komödienhäuser, deren Besuch auch nicht kostenlos war, sondern vom Staat bezahlt wurde, wie die ernsten Dramen, Mittelpunkte der Propaganda aller reaktionären Kräfte wurden, die den Demokraten, die auch Perikles und seine Frau Aspasia viel zu schaffen machte. Eine Dame, die durch Schönheit und Intelligenz, durch Selbstvertrauen und Bildung die ideale Gefährtin des Perikles war, von seinen Freunden bewundert und geliebt, von seinen Feinden verleugnet und gehasst. Aspasia aus Milet. Die schöne Aspasia von Areopag, der Gottlosigkeit angeklagt, wir erinnern uns das Ephialtes, dem konservativen Areopag alle wichtigen politischen Aufgaben entzogen und sie der Volksversammlung und den geschworenen Gerichten übertragen hatte. So dass nur Kriminalfälle und die Fälle von Religionsfrevel ihm geblieben waren. Die erste Aufgabe, die Verfolgung von Taschendieben und Einbrechern, war nicht sehr interessant. Aber die zweite Aufgabe, die Verfolgung aller Gottlosen, benutzten die Konservativen, um aus dem Areopag einen gefürchteten Machtapparat zu schaffen, der einen unheilvollen Einfluss auf die Entwicklung des geistigen und politischen Lebens Athens gewann. Wenn innerhalb eines Staates die Priester eine solche Macht besitzen, dass auf Gottlosigkeit, auf Atheismus, wie das griechische Fremdwort dafür lautet, die Todesstrafe steht, dann sind alle Menschen in ihrer Hand und gefährdet. Denn wegen Gottlosigkeit kann man jeden anklagen, auch den Frömmsten. Zurück zum Theater, zurück zum Drama, zurück zu den Dramatikern, zu Aischylos, zu Sophokles und Euripides. Meines Wissens sind sich heute noch alle Menschen auf der Welt, die diese Dramatiker und ihre Werke kennen, darüber einig, dass ihre Dramen große und erhabene, bewundernswerte und einzigartige Kunstwerke sind, von einer Tiefe und strahlenden Schönheit, von einer Gedankenfülle und seelischer Innigkeit, wie sie niemals wieder großartiger den Dichtern gelangen. Meines Wissens sind sich alle Menschen auf der Welt in diesen oder ähnlichen Superlativen einig, sodass man sich unweigerlich als Banause entlarvt, wenn man in diesen Chor nicht einstimmt. Wenn ich ohne Bedenken in diese Lobeshymne einstimmen könnte, hätte ich dieses Buch nicht zu schreiben unternommen. Und dafür bin ich wohl eine Begründung schuldig. Das dramatische griechische Theater ist von den ersten Anfängen den Versuch,
die Götter und die Menschen in die Übereinstimmung zu bringen. Götter und Priester, das ist dasselbe. Aus der Ilias des Omer lernen wir, dass ich alles, was ich Apollon antue, auch seinem Priester zufüge. Und dass alles, was ich dem Priester zufüge, auch den Gott trifft. Der erste Satz könnte also auch heißen, von den ersten Anfängen an ist das dramatische griechische Theater der Versuch, Priester und Laien in Übereinstimmung zu bringen. Wenn dieser Satz wahr ist, erscheint es mir überflüssig, meine Abneigung gegen den ideologischen Inhalt des antiken Dramas näher zu begründen. Also lassen wir seine Wahrheit dahingestellt. Im Drama der Griechen werden die Zuschauer suggeriert, dass die Götter gerecht seien und ewig wahren Gesetzen zum Siege verhelfen. Wenn man auch so wenig von den Göttern Griechenlands weiß, wie im ersten Teil dieses Buches von ihnen berichtet wird, muss einem dieser Versuch der Dramatiker geradezu abenteuerlich erscheinen. Er ist abenteuerlich, aber er gelingt, weil die Sehnsucht nach Gerechtigkeit bei allen Menschen so groß ist, dass alle Menschen diesen Versuch gelingen lassen wollen. Im Drama der Griechen kämpft der Held gegen das Schicksal und unterliegt. Der Zuschauer, der beide Seiten sieht, er ist wissender als der Held des Dramas, empfindet Gruseln. Der Zuschauer weiß, dass es nicht anders sein kann. Der Held kann nicht siegen, er muss untergehen. Fromme Schauer durchrieseln ihn. Der Zuschauer empfindet Schadenfreude. Die himmlische Freude des in seiner schwachen Kleinheit Geborgenen. Der Zuschauer darf, wie diejenigen, die hochfliegen wollen, tief fallen. Die frommen Schauer lassen ihn klein bleiben. Klein vor den Priestern, bescheiden vor den Göttern. Wir können auch sagen, bescheiden vor den Priestern, klein vor den Göttern. Der Held des Dramas ist verstrickt in Schuld. Im wachen Gewissen des Menschen ist nichts einfacher zu erregen als Schuldgefühl. Aber die Schuld, in die der Dramenheld sich verstrickt, ist von priesterlichem Scharfsinn meisterhaft erdacht. Unwissentlich hat der Held gegen die Gebote der Götter verstoßen, Götter gekränkt. Und oft läuft er gerade in dem Bestreben, einer solchen Schuld zu entgehen, in sie hinein. Seine Unwissenheit schützt ihn vor Strafe nicht. Nur der unwissend Schuldige ist tragischer Held des Dramas. Der wissend Schuldige ist Objekt des zuständigen Gerichtshofes, des Areopag. Im 5. Jahrhundert, zu der Zeit, in der die drei großen Tragödiendichter lebten, glaubte kein gebildeter Mensch in Athen noch an den Wahrheitsgehalt der Mythen und Religionslehren. Überall, wo Griechen wohnten, machten Menschen den Versuch, die Welt mit ihrem Verstand zu begreifen, sie vernünftig und logisch zu erklären und frei von Aberglauben, die Wahrheit in der Natur zu erkennen. Die reichen Athener wollten ihren Kindern eine gute Bildung vermitteln, Lesen und Schreiben, einfaches Rechnen und die Kenntnis von Homer und Hesiod genügten nicht mehr. Man holte berühmte Naturwissenschaftler, Ärzte und Philosophen nach Athen und Männer wie Perikles waren stolz drauf, wenn diese Gelehrten in ihrem Hause verkehrten und Freunde genannt werden durften. Anaxagoras aus Klazomenai, ein Mann, der als der klügste aller ionischen Philosophen seit Thales galt. Er lehrte, dass die Welt sich aus dem Chaos durch Verbindung und Trennung verschiedener Urstoffe gebildet habe. Der feinste und reinste aller Stoffe, der Denkstoff, den sich Anaxagoras ganz materiell vorstellte, habe das Chaos in Bewegung gesetzt. Anaxagoras unterrichtete die Kinder der wohlhabenden Athener in Philosophie und Naturwissenschaften. Aber auch viele Erwachsene kamen zu ihm und hörten sich seine Vorlesung an. Er erklärte, dass unsere Welt mit allen ihren Erscheinungen erkennbar und begreifbar wäre durch die menschliche Vernunft. Und wenn jemand ihn über das Wirken der Götter befragte, lächelte er nur und sagte, er wisse leider zu wenig über sie. Viele tausend Menschen in Athen gehörten zu seinen Schülern und diskutierten seine Schriften. Den Priestern war er ein Dorn im Auge und ein ständiges Ärgernis. Als er eine kleine Schrift über astronomische Fragen veröffentlichte, in denen er behauptete, die Sonne sei ein glühender Stein von riesigen Ausmaßen, größer als die Peloponnes, der Mond aber sei kleiner als die Sonne und kühl wie die Erde, und der werde wie die Sonne von der Sonne beschienen. Daher sehen wir immer nur die helle Seite, wurde er wegen Gotteslästerung angeklagt und vor die Richter des Areopag gestellt.
Er war mit Perikles befreundet und Perikles stand damals auf der Höhe seiner Macht. Aber auch Perikles konnte nicht verhindern, dass das Anaxagoras zum Tode verurteilt wurde. Er konnte ihm gerade noch die Flucht aus Athen ermöglichen, sodass er den Giftbecher nicht zu trinken brauchte. Anaxagoras flog nach Lampsakos am Hellespont, einer Stadt, in der, wie in allen Städten Kleinasiens, die Priester toleranter, aufgeschlossener und gebildeter waren. Ein anderer Philosoph, dessen Freundschaft sich Perikles rühmen könnte, war Protagoras, ein Sprachwissenschaftler aus Abdera in Thrakien. Von ihm stammt der Satz, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Eine einfache Feststellung mit einem Kern von großer Sprengkraft. Er ging von dem Grundsatz der Gleichheit aller Menschen aus, ohne die eine Gemeinschaft in Freiheit nicht denkbar sei. Und auch das ist eine jener simplen Feststellungen, die über Jahrtausende hinweg ihre Explosivität nicht verloren haben. Natürlich wurde er auch wegen Atheismus angeklagt. Er entzog sich der Verurteilung durch Flucht auf einen klapprigen Kasten, der ihn nach Sizilien bringen sollte. Aber er ertrank unterwegs. Sein letztes Buch wurde von den Priestern in einem feierlichen Akt auf dem Marktplatz von Athen verbrannt. Es begann mit dem Satz, ob es Götter gibt oder ob es Götter nicht gibt, ich weiß es nicht. Georgias, ein Philosoph aus Leontini in Sizilien, beeindruckte die Athener durch seine Beredsamkeit. Damals wie heute, wir alle haben eine Schwäche für Menschen, die überzeugend reden können. Georgias lehrte, dass es keine Götter gäbe, aber wenn es Götter gäbe, so wären sie unerkennbar. Und wenn es sie doch jemand erkennen könnte, so wäre es ihm nicht möglich, diese Erkenntnis einem anderen Menschen zu beweisen. Also können wir mit Fug und Recht sagen, das, worum wir am meisten Geschrei in der Welt machen, ist ein Nichts. Dieser Georgias kam nicht vor den Aroeopark. Er war kein Athener, sondern sizilianischer Gesandter in Athen und stand unter dem Schutz, unter dem Diplomaten zu stehen pflegen. Zuletzt aber wollen wir von dem erstaunlichsten Gelehrten berichten, der zur Zeit des Perikles nach Athen kam, von Demokrit aus Abdera, einem Freund des Protagoras und einem Schüler des Leukipp aus Abdera. Ich will gleich sagen, warum ich diesen Mann erstaunlich finde. Er hatte ein dem unsrigen heute so ähnliches Weltbild, das man nur schwer begreifen kann, wie das möglich war. In den 23 Jahrhunderten, die zwischen ihm und uns liegen, nahm niemand ihn ernst. Kluge Leute heute sagen, er habe die Wahrheit spontan und intuitiv getroffen. Aber im selben Augenblick sagen sie, sein Lehrer Leukipp hätte ihn darauf gebracht. Leukipp, ein Mann, von dem wir so gut wie gar nichts wissen. Ich glaube, er ist einer der großen Merkwürdigkeiten der Geistesgeschichte, dass Leukipp und Demokrit, beide aus Abdera, einer kleinen, schön gelegenen Stadt an einer Bucht der thrakischen Küste, eine der ältesten griechischen Siedlungen im Norden der Ägäis, schon Herakles soll sie gegründet haben, auf den Gedanken kam, dass alle Materie aus Atomen zusammengesetzt ist, aus einer unbegreiflichen Anzahl unbegreiflich kleiner Korpuskeln, die nicht teilbar sind. Die unteilbaren Atome, sagen unsere Oberschüler. Die unteilbaren Atome des Demokrit sind eben doch teilbar. Nun gut, teilen wir sie. Soweit ich unterrichtet bin, ist der Moment, in dem wir anfangen, in größerem Umfang die unteilbaren Atome des Demokrit zu teilen, ein ganz neuer Beginn auf das Ende jenes langen Weges, der uns aus dem Wasser und Schlamm hinausführte, bis hin zur weißen, in der Sonne glänzenden Stadt Abdera. Die Atome, lehrt Demokrit, können wir nicht sehen. Niemand kann sie sehen, sie sind zu klein. Aber nicht durch Wahrnehmung, sondern durch Denken wird Wahrheit erkannt. Und der Weg der Gedanken, der Demokrit zu der Wahrheit der Atome brachte, ist einfach und leicht zu verstehen. Wenn Körper unendlich teilbar sind, so muss man zugeben, dass man theoretisch die Teilung begreifen kann. Nach geschehener Teilung bliebe nun entweder noch etwas Ausgedehntes oder Punkte ohne alle Ausdehnung oder nichts übrig. Bleibt Ausgedehntes zurück, dann ist die Teilung noch nicht vollendet.
Bleiben nur Punkte ohne Ausdehnung zurück, dann könnte man beliebig viele solcher Punkte wieder zusammensetzen und sie würden noch nie etwas Ausgedehntes ergeben und blieben nach einer Teilung nichts. Gar nichts übrig, so wäre das ein Beweis dafür, dass es keine Körperwelt gibt, dass dasjenige, was wir geteilt haben, auch nichts war. Da aber die Körperwelt existiert, ist die Körperwelt nicht unendlich teilbar, sondern es muss einen Punkt geben, der Ausdehnung hat und nicht teilbar ist, eben das Atom. Und aus diesen Atomen, sagt Demokrit, sind nicht nur die Lilien auf dem Felde, die Wildenten und die Menschen gebildet, sondern auch Sonne, Mond und Sterne, das ganze unendliche Weltall. Es gibt viele Sonnen, Monde und Sterne, viele Sonnensysteme und Milchstraßen. Unsere Erde hier, auf der wir leben, die wir kennen und die uns freut, ist nur ein verschwindend kleiner Teil des Weltalls. Es gibt nur Atome und Leere. Die Atome kreisen in unendlichen leeren Räumen, in denen es kein Oben und kein Unten, kein Anfang und kein Ende gibt. Demokrit stammt aus einer Arztfamilie. Und er war wohl auch selber Arzt, aber berühmt und in der ganzen Welt bekannt wurde er als Philosoph, Mathematiker und Philosoph. Bei den Griechen war der Beruf des Arztes erblich. Die Ärzte bildeten eine eigene soziale Gruppe, genau wie die Priester. Oft in den ersten Jahrhunderten gingen die beiden Berufe ineinander über. Oft wurde wohl in der gleichen Familie die Söhne Ärzte oder Priester oder Arztpriester. Aber schon am Ende des 8., im Anfang des 7. Jahrhunderts, also schon zu einem recht frühen Zeitpunkt, lösten sich in den ionischen Städten Kleinasiens beide Berufe voneinander. Beim Studium des menschlichen Körpers, seiner gesunden Funktion und ihrer möglichen Störung half das Wissen um die Genealogie der Götter doch recht wenig. Die Naturwissenschaftler, die wissensdurstig alle Säfte des Lebensorganismus untersuchten, waren zu verschieden von jenen Lyrikern und Sängern, Propheten und Wahrsagern, die mit immer neuen schönen Märchen die religiösen Gefühle ihrer Mitmenschen fütterten. Die Berufe Priester und Arzt trennten sich und fanden nie mehr zusammen, obwohl sie ja in manchen Zügen bis auf den heutigen Tag Ähnlichkeit miteinander haben. Demokrits Familie war weit über Abdera hinaus angesehen. Als König Xerxes im Jahre 480 durch diese Stadt kam, litt er an einer Krankheit, vor der die Ärzte aus Susa, die ihre Könige auf seiner großen Feldzug begleiteten, ratlos waren. Ein Demokrit, wahrscheinlich der Vater oder Großvater unseres Philosophen, heilte ihn. Und Ärzte aus Abdera standen seit der Zeit in Susa in hohem Ruf. Das kam unseren Philosophen doch noch zugute, als er von Neugier und Abenteuerlust getrieben die ganze bekannte Welt bereiste und auch in alle Winkel und Ecken des großen persischen Reiches hineinschaute. Er war in Indien und im Kaukasus, im Skythischen Reich, im Sudan und in Äthiopien und er reiste mit Empfehlungsschreiben des Großkönigs, die ihm natürlich überall von großem Nutzen waren. Demokrit sagte von sich, dass kein Mensch auf der Welt so viel in fernen Ländern herumgekommen sei wie er. Und er war kein Prahler und Angeber. Er befreundete sich mit ägyptischen Mathematikern und Astronomen, mit indischen Philosophen und mit kaukasischen Ärzten und er lernte auf seinen Reisen wissenschaftlich unbefangen und frei von konventionellen Fesseln, die Welt zu betrachten. So war er einer der ersten griechischen Ärzte, die Anatomie lernten und lehrten, indem sie tote Körper von Menschen und Tieren sezierten. Ein wissenschaftliches Forschen, das immer zu allen Zeiten von den Priestern aller Religionen als Frevel bezeichnet wurde, weil die Priester die einzigen zu sein wünschten, die aus den Eingeweiden von Tier oder Mensch ihre Weisheit bezogen. Wenn ich diesen Satz hinschreibe, klingt er mir heute unglaublich, aber er ist wahr. Wenn man wissen wollte, warum der Großvater stirbt, brachte man den Priester einen Ziegenbock oder ein Schaf und der Priester entnahm dem Opfertier die Leber, schaute sie sinnend an und gab dann Auskunft. Niemandem kam es komisch vor. Aber wenn ein Arzt eine Leber sinnend betrachtet, um herauszubekommen, welche Funktion sie wohl im Körper habe, dann galt das als Frevel gegen die Götter bis weit in die Neuzeit hinein. Demokrit schrieb ein Buch über Fragen der Biologie, über das Rätsel des Lebens. Er schrieb über die ägyptischen Geometrie, über den Rauminhalt von Kegeln und Pyramiden. Alle großen Geometriker, die nach ihm kamen, lernten von ihm
und anerkannten ihn als einen genialen Physiker. Er schrieb auch Bücher über Gartenbau, über Kriegskunst, über Literaturgeschichte, über Musiktheorie und über Fragen der Moral. Karl Marx nannte Demokrit, über den er seine Doktorarbeit schrieb, den enzyklopädischen Kopf, den ersten universal gebildeten Menschen der Welt. Aber die christlichen Priester, 800 Jahre nach seinem Tod, nannten ihn ein Helfershelfer des Satans und keine Gelehrte des Altertums wurde leidenschaftlicher von ihm verfolgt. Sie vernichteten systematisch und mit Ausdauer alle seine vielen Bücher, wo sie sie auch fanden, so dass keiner eine einzige Schrift Demokrits, die Nacht des Christentums, überdauert hat. Alles, was wir von diesem Mann wissen, ist uns indirekt überliefert. Wir wissen aus den Auseinandersetzungen mit seinen Büchern, die viele Jahrhunderte lang die geistige Welt des Altertums bewegten. Als Demokrit nach Athen kam, um sich die Akropolis anzusehen und um seinen Landsmann Protagoras zu besuchen, war er erst 30 Jahre alt. Aber schon ein berühmter Gelehrter, dessen Ruf auch in den Salons der reichen Athener gedrungen war, als Aspasia, die erste Dame Athens, aus den Listen der fremden Polizei erfuhr, dass er eingereist sei, war sie neugierig darauf, ihn kennenzulernen, denn er sollte nicht nur ein gescheiter, sondern auch ein schöner und sportlicher Mann sein, der gerne lacht und andere lachen machte. Er kam gern, denn der Ruf der Aspasia, der ungekrönten Königin von Athen, war auch nach Abdera gedrungen. Es waren große Tage für Aspasia, als Demokrit in ihrem Salon über Religion und Götter redete. Er kannte alle Religionen, die es auf der Welt gab und alle Götter gleich, ob sie als Katzen oder Falken, Stiere verehrt wurden oder als Väter der Menschen wie bei den Juden in Kanaan. Und er war der erste Mensch, den Aspasia kennenlernte, der nicht deshalb Atheist war, weil ihn die Geschichte über die Götter langweilten oder weil er der Meinung war, dass diese Geschichte von der Albernheit des Zeus, von seinen Ehebrüchen, Betrügereien und Diebstählen die Moral der Menschen gefährdeten, sondern der Atheist war, weil er wusste oder zu wissen glaubte, wie die Welt und das Leben auf ihr entstanden war, weil er eine Theorie hatte, in der die Götter keinem, auch nicht den kleinsten Platz fanden. Weil er Naturwissenschaftler war, war er Atheist. Die Welt ist aus Atomen zusammengesetzt, lehrte er. Man kann sie nicht sehen, nicht fühlen, nicht schmecken. Aber die Wahrheit erkennen wir nicht durch sinnliche Wahrnehmung, sondern durch Denken. In keinem logischen Denksystem bleibt ein Platz für die Götter. Er war ein merkwürdiger Philosoph und ein ebenso merkwürdiger Arzt. Wie stellt man es an, fragte Aspasia, gesund und glücklich durch ein langes Leben zu gehen? Zu einem langen Leben und glücklichen Leben, antwortet er, gehört die ruhige Heiterkeit der Seele. Und man erwirbt sie, indem man Herr über seine Begierden bleibt und arbeitet. Das ruhige Gleichmaß eines tätigen Lebens ist der einzige Weg zu einem glücklichen, langen Leben. Die kluge Aspasia dachte lange über diesen Ausspruch nach und sie war sich mit ihren Freunden darüber einig, dass dieser Mann, mochte er noch so intelligent sein, doch nur ein halb barbarischer Provinzler war. Man gibt doch einer schönen jungen Frau, die in allem Luxus und Glanz und Schimmer lebt, den eine Stadt wie Athen nur zu bieten hat, nicht den Ratschlag zu arbeiten. Das ruhige Gleichmaß des tätigen Lebens in dieser hektischen, aufgeregten Zeiten, in dieser wirbelnden Stadt, von der man ständig den Eindruck hatte, dass sie vor Leben überkochte. Wo gab es denn so etwas? Aus Abdera musste man kommen, dieser kleinen Provinzstadt im fernen Thrakien, um so reden zu können.